Cook, Serve, Delicious. Folge 95. Willkommen zurück. Ja, meine Freunde, ich dachte mir, eine Folge Cook, Serve, Delicious geht noch. Ich finde zwei Folgen, egal bei welchem Projekt, auch immer ein bisschen dünn. Ich weiß auch nicht. Für mich ist zwar heute ein neuer Tag, aber ich dachte mir halt so im Laufe des Tages, dass es natürlich die letzten Folgen für diesen Monat sind von Cook, Serve, Delicious. Und es ist ein blödes Ende, fand ich, weil ich möchte gerne wissen, was mit dem Funding war und ihr bestimmt auch, wie das Date gelaufen ist, solche Sachen. Und dieser Perfect Day hat mich irgendwie motiviert, deswegen dachte ich mir, hey, was soll's? Einen Tag können wir noch rausreisen oder rausziehen für diesen November 2018 und das machen wir jetzt einfach mal. Perfect Day, wow. Habt ihr mitbekommen, wenn nicht, habt ihr schwer was verpasst. Unbedingt anschauen, letzte Folge. Menu Rot, keine Ahnung, was das ist, wir werden schauen. Safety Inspection. Ich weiß es nicht so genau, ehrlich gesagt. Ich weiß nicht so genau, ob ich das jetzt noch brauche für die Sterne, wollte ich sagen. Ich glaube nicht, oder? Ah, doch, okay. Brauche ich tatsächlich noch. Und, ja, es ist im Allgemeinen gar nicht mehr so viel. Ich brauche halt normale Tage und das Iron Cook Finale muss ich gewinnen. Scheint es eins zu geben. Und das Funding. Ich wundere mich gerade, dass, von dem Mädel gar nichts kam. Das Funding hat geklappt. Ich habe ja voll bezahlt. Ich habe übrigens auch gelesen, nicht nur, wenn man alle datet, sondern auch, wenn man alles fundet, bekommt man ein Achievement. Aber gut, das konnte ich nicht wissen. Das fände ich auch komisch und blöd. Ich weiß nicht. Ich will ja schon nach gut Dünken und Geschmack gehen. Ja. Auf jeden Fall war es successful. Congrats, your funding helped push ist auch schön. Push the project over the edge to be successfully funded. Here now is a message from the project designer. Thank you so much for funding our project. We have a trash bot compactor already working on your garbage outside your tower and will continue to do so for the years to come. Thanks. And we know you'll enjoy the lesser workload. Ja, sie haben alles schon aufgebaut am Mülleimer. Ja, gespannt. Your product or item should be in your restaurant inventory right now. Thank you for your contribution to click and start. Watch for more projects soon. Ja, müsste eingebaut sein. Ich weiß zwar jetzt nicht, ist es beim Equipment? Nee, oder? Es ist auf jeden Fall drin, denke ich mal. Deswegen, was sagt die Cookpad App? Haben wir teilweise nicht, schade. Active Menu. Ja gut, die Wings, das ist jetzt nicht so Wingy Wings, da machen wir den Fischi Fisch rein, er bringt den Bass, er ist easy. Weiß nicht, warum der Bass so runter ist, ich hatte 90 Bass, was habe ich verbrauchen? Ich kann ja mal die Dings rausmachen, machen wir mal den Fisch hier hin. Fisch und Pasta, ist doch schön. Wir können auch mal wieder Steak oder Salat machen, das ist halt nur immer die Frage. Wisst ihr, ich will halt nicht, naja, wisst schon, ich will es nicht übertreiben. Weil wenn ich dann Salat, 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 Pasta, Pasta, Pasta hab, dann komme ich nicht hinterher, das weiß ich jetzt schon. Weiß nicht, was die Sushi, ja, naja. Oder Steak, ist eigentlich egal. Burger hätte ich mal wieder gerne gemacht. Das habe ich schon so ewig nicht mehr gemacht, dann machen wir mal wieder einen Burger. Das ist doch schön, Fisch, Pizza, Burger. Alles was für mich, ein bisschen Wein, Kaffee und Coke oder je nachdem. Das finde ich okay. Und dann machen wir mal den Fisch als Daily Special, weil das ist der einfachere Part. Ja, doch. Oder? Was meint ihr? Wir haben ja nichts mehr hier, oder haben wir noch Iron Cook? Jetzt bin ich nicht sicher, ob ich das will, oder? Nee. Naja, dann müssen wir warten, bis was kommt. Und die Hungry Festivities ist ja auch nichts Neues, ne? Und Catering auch, ne? Da brauche ich, glaube ich, gar nicht schauen. Ja, dann rollen wir einfach den neuen Tag. Ja, ich bin auf die Toilette, Toilette. Auf den Garbage gespannt. Mal schauen. One Meat Patty. Ich muss ja gestehen, dass ich gestern extremst zufrieden war und mich echt gefreut habe. Und die letzten beiden Folgen waren, finde ich, Moment. Einmal Streamer. 1, 2, 3, 4. Die letzten zwei Folgen waren mit die besten Folgen ever. Ganz ehrlich. Ich war gut drauf und ich habe echt gut gespielt und es war spannend. Ich meine, ich hatte, glaube ich, 3 Achievements in 2 Folgen. Hab total einen Rare Perfect Day gehabt und Freunde, Freunde, Freunde. Also wenn ihr das verpasst habt, dann seid ihr selber schuld. Also die letzten, also wenn ihr nichts gesehen habt von CSD, aber das müsst ihr euch anschauen. Das war wirklich fresh. Das war wirklich fresh. Das dürfte...
Diesmal habe ich Zeit, jetzt bin ich gespannt. Bald Guy, okay, Moment, Bald heißt, hat so, ja genau. Normal Eyes, normal Eyes. Long Ears, Long Ears, also Fancy Nose, Fancy. Jetzt lasse ich mal die Toilette raus, ist egal. Ist egal. Ich will den mal kriegen. Mustache. Und was war das andere? Ah, das andere weiß ich es nicht. Ah, ich sehe es nicht richtig. Acting like spare. Fancy nose. Ich weiß es nicht. Escaped. Okay, wow. Hat sich gelohnt. Ich habe alles fast richtig gehabt. Bis auf, ich glaube, seinen Mund. Ja, danke. Ich habe es echt mal versucht, weil ich dachte, vielleicht schaffe ich das auch mal. Warum ist denn der jetzt escaped? Ich hatte fast alles richtig. Jetzt habe ich aber Glück, dass so viel Fisch kommt. Chicken, muss ich aufpassen. Gibt auch Chicken. Was war denn jetzt daran falsch? Ich habe, glaube nur eins falsch gemacht. Schade, und das, die Toilette ist mir auch groß. Chicken, Lettuce, Tomatoes, Pickles. Weil ich mich so bemüht, ich will das einmal schaffen, wenigstens in dem Let's Play. Aber nö, ist natürlich nicht drin. Jetzt hatte ich eins falsch, weil ich den Punkt nicht gefunden habe auf der Liste. Red Peppers, Mushrooms, Spinach, Onions. Schade. Und perfekt ist das jetzt natürlich auch nicht mehr. Weil ich das Klo habe rausrutschen lassen. Bewusst, weil ich dachte, ich krieg den Dieb mal. Small Grape, Ice and Flavor. Jetzt muss ich aufpassen, dass ich den Tag nicht ganz versaue. Large Diet with Ice. Jetzt habe ich mich aber noch gut gefangen, finde ich. Oder was meint ihr? Ich habe mich noch gecatcht. Elk Wine. Nee, escaped. Also ich habe echt alles richtig gehabt. Ich habe extra diesmal drauf geachtet. Ich habe einen Fehler gehabt. Das wird ja wohl reichen. Die können ja nicht erwarten, dass ich alles richtig mache. Oder? Was meint ihr? Red Sauce, Meatball und Spices. Wisst ihr, was ich meine? Also 5 und 6 oder was? Richtig. Und das reicht nicht? Muss das perfekt sein, damit er nicht entkommt oder was? Wow, wie unfair. Und dafür lasse ich die Toilette rausrutschen. Naja, egal. Ich habe es versucht. Ich dachte, ich krieg das mal hin. Schade. Ah, jetzt... Ja, okay, das war jetzt ein bisschen schneller, aber... Naja. Obwohl, ja, es war schon schneller. Aber... Naja, okay. Von mir aus. Perfekt ist es aber jetzt nicht mehr, oder? Jetzt können wir das vielleicht mal rausfinden, weil vielleicht schaffe ich es ja außer der Toilette alles richtig zu machen. Da war nur ein Joe falsch. Vielleicht ist es ja trotzdem perfekt. Wo ich glaube es ja nicht. Perfect Customer halt. Vielleicht gibt es ja so einen Titel auch. Wir werden sehen. Ich muss es ja erstmal schaffen. Weil es war nur die Toilette falsch bisher. Ich muss aufpassen, ich habe halt einen Inspection. Ich darf nicht so viele von den Dinger durchrutschen lassen, sonst kriege ich Ärger. Habe ich noch nie gehabt, Ärger. Muss auch nicht sein. Obwohl, euch wird es bestimmt interessieren. Meatballs, Chicken, Bacon, Mushrooms. Ja, das wäre ja der Hammer jetzt, oder? Wenn ich es heute back-to-back schaffen würde, perfekt zu machen. Und ich habe jetzt die Toilette nur für diesen blöden Verbrecher durchrutschen lassen. Nur damit ich ihn nicht erwische. Das wäre ja wohl voll schade. Aber ihr seht schon, ich bin motiviert. Deswegen ärgert es mich jetzt auch gerade, aber ich muss mich weiter konzentrieren. Large Diet. Ihr seht schon, ich bin motiviert, aber das war jetzt auch gerade unfair, oder? Deckard. Dann nehmen wir euch den teuren. Ne, aber perfekt ist das Ding ich nicht. Glaube ich. Das mit dem Fisch ist eine schöne Sache. Eine feine Sache. Ich wollte gerade sagen, das mit dem Schiss. Oh, Entschuldigung. Keine Ahnung. Deckards Wein, der teuerste. Beim Wein aufmachen bin ich inzwischen auch echt schnell. Small Tea, das heißt. Ich muss erstmal kurz den Laschieb aufmachen, sonst wird Stämme, glaube ich, raus. Chicken, Meat, Bacon, Cheese, Onions. Das ist ganz schön groß, die Liste. Large Cola with Ice. Knapp was. Reicht aber noch. Ich gebe schon wieder alles, obwohl ich nicht mal weiß, ob es noch reicht zu perfekt. Habt ihr gerade gesehen, wie knapp das war? Jetzt muss ich kurz runterkommen. Eis und Flavor. Red Sauce und Meatballs. Einfach, zum Glück. Boah, jetzt hatte ich aber kurz Kammerflimmern. Heilige Makrele. Ja, es geht schon schneller. Habt ihr das gerade gesehen, wie knapp das war?
Oh, ich fasse es nicht. Das wäre perfekt gewesen, Freunde. Wenn ich dieses Floh nicht absichtlich wegen dem Verbrecher hätte rutschen lassen. Naja, ich hoffe, ihr wisst es vielleicht trotzdem irgendwie zu schätzen. Das ist fast wie perfekt. Haben wir das aber auch mal gesehen, To Me, Patties? Was passiert, wenn ich vielleicht nur mal eine Chore durchrutschen lasse? Und sonst alles perfekt, alle kein Customer verprellt. Und da wissen wir das auch mal. Das weiß ich nämlich gar nicht. So haben wir das auch mal gelernt. Das ist auch mal interessant. Wisst ihr, was ich meine? Aber eigentlich wäre es perfekt gewesen. Dieser blöde Verbrecher, ich hätte ihn einfach ziehen lassen sollen. Blöde Toilette. Da muss man sich überlegen, wie wenig das ist. Das ist tatsächlich so. Oh mein Gott. Wie gemein. Nur wegen der Toilette und dem Verbrecher. Wie gemein. Ist wie mit dem Handy. Naja, aber zumindest Perfect Customer Day ist es. Ob es so einen Titel wohl gibt. Nein, gibt es nicht. Ach Mann, das ist doch ungerecht. Was meint ihr? Ich habe Perfect bei den Customern. Kein Average, kein Bad, nichts, alles. Es wäre Back-to-Back Perfect gewesen. Naja, ich hoffe, ihr habt es trotzdem gesehen und wisst, dass es fast schon ja, nacheinander Perfect war. Ich habe die Toilette absichtlich rutschen lassen, weil der blöde Dieb... Und ich habe den Dieb noch nicht mal bekommen. Wie enttäuschend. Jetzt bin ich enttäuscht. Aber ihr habt es gesehen. Ihr habt es gesehen, dass es eigentlich perfekt war. Das wären zwei Perfekte auf dem höchsten Level gewesen. Ich hoffe, ihr habt es gesehen. Ach Mann, das ärgert mich. Unnötig. Hätte ich ihn doch ziehen lassen. Hayley will mich schon wieder daten. Okay, und Inspection passed. Aber ich greife vor, meine Freunde. Ich muss die Folge beenden. Ich hoffe, ihr seid zufrieden. Es war fast perfekt. Von den Customer war es das. Blöder Dieb. Jedes Mal. Weiß gar nicht. Und ich habe ihn nicht mal erwischt. Egal. Hilft nichts. Ja, das war's auf jeden Fall mit Cookserve Delicious für diesen Monat. Ich glaube nicht, dass nochmal eine Folge kommt. Das wird dann sonst auch zu viel. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Lasst euch ein Like und ein Abo da. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge. Und bis dahin. Tschüss.